Tingo. Who, him? Man, that's an insult. Chits on the man, and she's here in the lingo. Back, I'm a spider. Pass on a rider. I slap man a fiver. 20 bands, all black with a driver. 50 man in the back getting liver. That's 50 gang in the back, that's a minor. On the sky, you'll sleep, I'm in there with Sven. SM1, full deep, I'm in there with Jem. Man just spit, I'm in here with phlegm. Man just dip, that's D-Money there again. Where and when, big R1, I'll be there in 10. Where and when, big R1, I'll be there in 10. Where and when, big R1, I'll be there in 10. Man, I hear what's here, what's here, what's here. Willkommen in einem der schönsten Fußballstadien der Welt. Willkommen in Anfield. Hier ist Liverpool. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf das Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Liverpool gegen Hertha BSC. Liverpool ist gut drauf, ist richtig stark und aus meiner Sicht schon der Favorit für den Einzug in die nächste UEFA Champions League Runde. Wir werden beobachten, wie sich diese Partie entwickelt. Das ist schon ein Spiel, dem zu Recht alle entgegenfielen. Oh, viel Platz jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig Fahrt aufnehmen. Den Ball spielt er raus. Ja, da ist Platz jetzt. Der Pass auf den Flügel kommt nicht an. Toussaint. Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. So langsam geht unser Blick dann ja schon in Richtung Finale. Aber nicht für die da unten auf dem Rasen. Die sind hochkonzentriert, die wissen, heute gilt's. Heute dürfen wir uns keinen Aussetzer erlauben. Und Varane. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt vielleicht. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. So, Ecke kommt. Klasse Pass. Niklas Stark. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Frei, da kann was draus werden. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Mané. Unaufhaltsam. Roberto Firmino. Fernandes. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gut gemacht. Gutes Tackling. Fabinho. Robertson. Jetzt Firmino. Da ärgern sie sich. Ballverlust.
Javairo, Dilrosun. Ah, oh, toller Pass, gute Aktion. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Geht er jetzt weite Wege, will den Ball. Javairo, Dilrosun. Bender. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Niklas Stark. Schöne Aktion. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Gut abgeblockt. Jetzt kommt die Ecke. Gut aufgepasst. Weg ist der Ball. Macht er gut. Jetzt schießt er. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Naby Keita. Aurier. Liverpool mit dem Ballverlust. Kann er was draus machen? Da ist die Chance für die Flanke. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kone. Ja, könnte was werden. Ja, das könnte was werden jetzt. Schöner Zweikampf. Nun Parejo. Einwurf für die Berliner. Er spielt den Pass auf den Flügel. Lucas Toussaint. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, oh, er gibt's abseits. Da war der Spieler durch. Naby Keita. Jetzt ist die Kugel weg. Guter Pass. Er holt sich den Ball. Klasse Pass. Was macht er draus? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Fabinho. Robertson. Sie sind gut in die Partie gekommen und liegen auch zu Recht zur Pause vorne, oder Buschi? Ja, da bin ich ganz bei dir. Sie machen das gut, folgerichtig auch die Führung. Aber der Weg ins Halbfinale ist natürlich trotzdem noch sehr weit. Und jetzt geht's hier weiter mit dieser Begegnung. Bislang ein gutes Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League, darf aus meiner Sicht zumindest gerne so weitergehen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Sieht gefährlich aus. In den freien Raum. Ja, das war abseits. Santiago Ascasiba. Erneut so ein hervorragender Pass. Ja, da ist Platz jetzt. Er kann ihn reinbringen. Gefährlich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gut aufgepasst. Fernandes. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Könnte gefährlich werden. Er zieht ab. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Robertson. Das Pressing ist da. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Toussaint.
Flanke kommt. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt Eckball. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Und er schießt. Der Pass. Stark gemacht. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Und damit hat er ein schönes Dreierpaket hier gespürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Sie liegen deutlich vorn. Hat Ajax Amsterdam ein konkretes Angebot abgegeben? Entsprechende Meldungen kursierten hier jedenfalls vor Spielbeginn. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nicht. Und jetzt die Chance. Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Robertson. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Aurier. Nun Firmino. Naby Keita. Liverpool mit dem Ballverlust. Vanega. Schöner Zweikampf. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Firmino. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gefährliches Anspiel. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Super dieses Zuspiel. Lucas Toussaint. Ball kommt in die Mitte. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Niklas Stark. André Duda. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt vielleicht. Und er trifft. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Es klingelt schon wieder, also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, das ist... Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. André Duda. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gutes Tackling. Das könnte die Gelegenheit geben. Das muss fast der Treffer sein. Aber Alisson macht da alles richtig. Der Ball kommt rein. Santiago Ascasiva. Den Ball hat er. Ganz souverän. So, 4-0, da ist es hier aktuell. Klare Sache. Und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der kommende Gegner der Herthaner heißt FC Schalke 04. Und wenn sie dann wieder... Und jetzt die Chance. Der geht an die Latte und zurück ins Feld.
Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Die Hereingabe kommt flach. Verteidiger ist da, er hat den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Van Dijk. Sie verlieren den Ball. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jubel bei den Gästen, das war's für heute in diesem Hinspiel. Man holt sich hier den Sieg. Wichtiges Ergebnis natürlich, wichtiger Erfolg. Jetzt kann man durchaus selbstsicher ins Rückspiel gehen. Ja, wenn Sie da an diesen Auftritt anknüpfen können, Wolf, dann sieht es wirklich gut aus. Können sich natürlich noch nicht zurücklehnen. Oh, viel Platz jetzt. Checking is the color spine. Set, fling it on the desk. Number one. Trying to keep all the respect for my number clans. But never coming for your neck if I'm on the farm. Cause I can run, run away when it's all finished. Diminished, just been this, report. Plus, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking 10 toes, now the case closed. I'm sure. Cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble. Nah, never be combined, G. I keep it low key like a baritone. Just far from sopranos, you haven't grown. Cause everybody talks tough in about a zone. 3 kids, I get trained with them. So if I stand alone, reminisce I used to run. A couple guys talk tough. I know they used to bum flame when they used the sun. I never really did label me unusual one. It's dumb, cause I was trying to change position. Pots missing, trying to stop this opposition. Blocks hissing, big blocks, the dogs. Yo, I want it gone, I stopped living. Trust, I stopped living long. I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living. Trust, I wanted them gone. That's why you're my angel. So I can sit up in the park with the same sign and let my missus tell me, baby, you're the better one. I'm feeling better than I ever done. Still, I know I need this drama when it's said and done. Cause where I'm from, hidden in the big deep south, opening my big deep mouth. Yo, a lot of people trying to keep these out, but these days I hate to say I dig deep now. Trust, cause honestly, I need them. Yo, I hate them, but I grieve them. I think I finally found a reason. Trust, the light, the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it, like. I like the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it, line. I like the fire needs the air. I won't burn unless you're there. It's been a while since summer. Finally found some time to be alone. I'll try and lower my tone. Never lasts long for me. Sitting on the train from Willesden Green, places I've never been. And as the seasons come and go, so do all the things I used to know. The way my heart will flow. And though we might not meet again, I want you to listen till the end. Over and over again. That's why you're my angel.
Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Ganz herzlich willkommen in Berlin, im Olympiastadion, um genauer zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hertha BSC gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1. Anstoß Hertha BSC. Klasse Pass jetzt. Kann er was draus machen? Fernandes! Da hat nicht viel gefehlt, aber der Ball geht am Pfosten vorbei. Sanson. Rudi. Beim Blick auf die Taktik der Gäste können wir schon davon ausgehen, dass das Pressing auch heute das Erfolgsrezept sein soll, ne? Ja, sehe ich genauso. Und das können sie auch richtig gut. Sie machen dem Gegner immer das Leben schwer. Sie schnüren ihn ein, sie gehen sofort drauf. Immer dann, wenn der Gegner den Ball hat, dann ist Alarm. Jetzt ist es gefährlich. Die Möglichkeit zu flanken. Da passt er auf. Das wird Abschluss geben jetzt. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Zaldua. Ochipka. Sanson. Omar Mascarell. Das könnte vielleicht was werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Den Ball kann er klären. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Rudi. Morgan Sanson. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Schöne Aktion. Gefährlich. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Da muss er aufpassen. Sanson. Klasse Aktion. Guter Ball nach draußen. Und direkt zurückgespielt. Da ist die Flanke ins Zentrum. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Sie erhalten den Einwurf. Macht er gut. Guter Vorstoß da jetzt. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Ah, er geht abseits. Da war der Spieler durch. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Santiago Ascasiba. Duda. Und da ist der Ball wieder weg. Ganz energisch. Fernandes. Sieht vielversprechend aus. Und das gibt Eckball. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Die Ecke kommt rein.
Da können sie klären. Da ist die Chance für die Flanke. Santiago Ascasiba. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Einwurf für die Berliner. Lars Bender jetzt. So langsam wird es gefährlich. Da hat er klasse gearbeitet. Rudi. Fängt diesen Ball ab. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Jetzt der Ballverlust. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Da könnte jetzt. Da haben sie gut aufgepasst. Es steht 0-0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Und das ist der Ballverlust. Omar Mascarell. Rahman. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Santiago Ascasiba. Einwurf Schalke. Sanson.